What makes your guardians worthy of the light? What is the price of such power and immortality? Devotion. Self-sacrifice. Death. Death. Explain. Devotion inspires bravery. Bravery inspires sacrifice. Sacrifice leads to death. So, feel free to kill yourself. Devotion. Sacrifice. I was born an outcast. A runt. As is custom with the Cabal, I was cast aside and left for dead. I was taken in by an old scholar himself disgraced, who saw in me something redeemable. He raised me, taught me, trained me, and in return, I would become a vehicle for his revenge against an empire that failed him, that failed itself. Rejection, ridicule, torment. It made me stronger. I gave everything to win not just acceptance, but glory. Beneath my mask, Sticker, is the face of devotion and sacrifice. I will not take the light by force. To do so would be to admit failure. And I never fail. Now, do you see why I will be chosen? I see now. I see all that you have done. Our operation on the Jovian Moon was a success. Once the cage is complete, we will have everything we need to begin the process of extracting the light. Dominus, everything we've worked for is here, for the taking. All that remains is your word. No, this is not the way, old friend. But it is the way. The only way. Not for me. Ja. So. Kriegen wir nochmal eine Level-Cap ins Gesicht gehauen oder war es das jetzt? Können wir hier zum dem gehen, weshalb wir unterwegs sind? Okay. Wie sieht's aus? Meilenstein? Por favor? Ah, mit Hoffnung an Erfahrung sprechen und natürlich noch unsere Solar-Subklasse. Die würde ich noch ganz gern unterwegs mitnehmen. Ob ich gerade mit dem Klingentänzer sehr zufrieden bin, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, 154. Und ich bin jetzt doppelt Maschinenpistole. Bin ich da ein Fan von? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen den Scout mal hier noch drin. Das können wir allerdings aufräumen. Auch hier. Ja, mal das Inventar nicht mehr ganz so zugemüllt ist. 38 ist eigentlich auch schon wieder unnötig.
Energie auch 176. 155, den kann man auch ausrüsten. Was haben wir hier? 156er Schuhe. Rest kann auch weg. Verstehe, warum die am Anfang die ganze Kleinscheiß nur Glimmer gibt. 13, auch weg. 50, 116, ja. 153, 69. Kann sogar alles weg, wie angenehm. So, und ich habe mir jetzt ein Käffchen verdient, ich komme gleich wieder. So, denn jetzt gehen wir uns erstmal unseren Ganzlinger holen.
Ich sehe, dass das Passi inzwischen aufgegeben hat mit Destiny. Nicht, weil er keinen Bock mehr hätte, sondern weil er dauernd rausfliegt, was übrigens auch eine Sauerei ist, Banshee. Aber gut. Wir wissen ja, dass ihr nicht die allerbesten seid, was eure Server angeht. Aber ihr habt einen sauberen Laut schon gelegt. Muss man ja zugeben. This forest again. Well, I can't say our last visit wasn't memorable. Let's see what we can find. Die europäische Todeszone liegt übrigens in der Schweiz. Ich überlasse die Ironie der Situation gerne euch selbst. Zurück in den magischen Zauberwald, wo die Scherbe des Reisenden dann einfach rumfleucht und wahllos irgendwelchen Leuten Kräfte verleiht. Ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht so ist. Oh, cool. Die hatte ich tatsächlich noch nicht. Whoop. Gotta love the ambiance. Hey, do you see that? Over there. The light. Tatsächlich nein. Ich sehe es nicht, Geist. Sorry. Oh, meinst du das? She leaves the rifle and walks across the naked obsidian into the swarm, firing from the hip as she goes, each kick of the old revolver a word. The stone smokes around her where the arc fire lashes it, and the shrapnel guns throw up leaves of obsidian like glass butterflies. She shoots her bandoliers dry, and a team of vandals in glassy stealth leap up to rush her with knives, but she raises her hand and burns them down with the golden gun, laughing. Hui. Das ist genau dasselbe wie beim Titan auch schon. Oh, Bungie. Verschwindet aus meinem magischen Zauberwald der Depression, ja. Das ist mein magischer Zauberwald der Depression. Ich muss auch zugeben, dass mir hier allmählich das ausgeht, was ich zu dem Ganzen sagen könnte. Und ihr habt das auch schon in den Ernüchterungsfolgen auf YouTube gemerkt, dass uns hier allmählich irgendwann ist die Luft so ein bisschen raus. Auch von den Blödeleien her. Ich meine, bei Get Even konnte ich ja ohne Punkt und Komma reden. Aber hier jetzt stehe ich dran und ich hole halt Krempel weg, nicht wahr? Es gibt nichts, worüber wir reden könnten. Ja, hier gibt es eine Scherbe des Reisenden. Wir gehen durch Portal über Portal dahin und töten Gegner und Gedöns und... Aber wir machen das auf jedem Planeten im ganzen System. Im Großen und Ganzen. Plus, minus, eine Scherbe des Reisenden. Ich denke, diese Lichtprojektionen könnten Lektionen sein. My old friend Andal, he used to stand right here, right in this spot. He'd come up with these wild stories. He'd say, okay, I've been examining the evidence. Personally, I've come to think it's you. You're Rasputin, legendary war mind, defender of Earth. And I wish you'd remember that so you could reclaim your full power and save us all. You can see how that'd be embarrassing. Das hat keinen Sinn ergeben. Nicht mal für Kates Verhältnisse. So
So I say what I want to say every day. It's no secret. I say, well, I'll go find it then. I'll go tell Rasputin we need its help. And Akura looks at me with one of those looks that you know. Sometimes you talk to Akura and you just think, wow, you're not even using a fraction of your brain on me, are you? One of those looks. She says, Kate, the problem isn't just that we can't find Rasputin. The problem is it's not clear to any of us that Rasputin wants to be found. Das ist dann, das sind Fragen, die könnt ihr euch fürs DLC aufheben. Another shard of the traveler. We're not alone. Wäre auch langweilig sonst. Damit rum. Und du schlag dich mit mir rum. Boom. Also ich bezweifle, dass Bungie mit Destiny 3, wenn es dann irgendwann kommt, mal wieder nochmal sowas abliefern kann. Es sei denn, die gehen jetzt den WoW-Weg und bauen einfach nur immer wieder auf demselben Spiel wieder und wieder auf. Wobei ich zugeben musste, ich habe damit gerechnet, dass sie das mit Destiny 2 schon so machen. Ach verdammt. Oder dass die einfach das erste Destiny so halbjährlich oder jährlich meinetwegen weiterführen. Und letzten Endes sind die mit Activision unter einer Decke. Da traue ich denen aus Prinzip schon wieder alles zu. Boah. Oh, die brauchen Kaffee. So geht das echt nicht weiter hier. Fallen. Weil, was stelle ich mich hier eigentlich so an? Ist ja Respawn-Zone. Die größte Bestrafung, die wir haben, ist nur 5 Sekunden Cooldown. Glücklich? Zufrieden? Noch jemand? Du solltest dich mal um deine Ohren kümmern, Geist. So, jetzt kommen wir tatsächlich wieder zum spaßigen Teil dieser Geschichte. Vielleicht. Gleich. Jeden Moment. Jeden Moment. Yay! Na? Na? Das sind tatsächlich die Passagen, die Bungie gut gelungen sind. Die Passagen, wo man sich schön mit den Zufahren austoben können. Einfach nur mal drauf los dreschen darf. Hat mit dem Titan natürlich wieder am meisten Spaß gemacht. Weil ich immer noch behaupte, mit dem Titan macht das ganze Spiel am meisten Spaß. Denn auf Titan ist hier das Spiel irgendwie ausgelegt. Und auch im Raid muss man feststellen, dass vor allen Dingen der Jäger irgendwie von Bungie vergessen wurde, irgendwie nützlich eingebaut zu werden. Weil hier mit der Golden Gun auf Schweber schießen ist jetzt auch nicht so der Gipfel der Befriedigung. Habt ihr schon wieder den Hügel runter? Leute, Leute, Leute. Servitor. Verdammt, komm, komm. Ich muss die Sonnenflecken tatsächlich gar nicht alle einsammeln. Super lädt sich auch so schon übertrieben schnell auf. Das macht die Sache nur einfacher. Da kommt die Verstärkung. Na Jungs, habt ihr noch irgendwas Großes, Schweres, was ihr gerne verschrotten haben wollt? Nicht nur Schwebe hoffentlich. Vielleicht ein Captain. Archon-Priester wäre doch nice. Hm? Ein Archon-Priester hier mitten in den Wäldern. Wie wär's? Ein Vorschlag? Manche kommen einen Haufen lichtloser Hüter durch, die ihr Licht wieder haben wollen. Man könnte es einen nach dem anderen ganz gemütlich wegpicken. Nein?
fine by me. Ihr wollt mir ja meinen Job auch nicht erklären. Es schwebt auch noch einer rum. Und der letzte Servitor, das ist ja fast schon traurig. Komm. Also. Freiwillige vor. Ah. Gemütlich. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ihr habt ja auch noch nicht genug Truppen verheizt. Hallöchen! Das ist nett. Ah, die haftet gar nicht. Das wäre jetzt aber unangenehm, hier drauf zu gehen. Das würde ich dann ganz gerne noch vermeiden. Also machen wir lieber einen Sack zu. Klar doch. Aber bestimmt ein Test. Von irgendjemandem.